Uhu, hier ist wieder Frille. Willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal sind wir mit Vivi ein bisschen in Alexandria rumgestreunt und sind dann auf die Tantalus getroffen. Und jetzt ist die Szene gerade hier zu Aiko gewechselt, die im Schloss von Alexandria einen Brief an Zidane schreiben will. Hey, aufwachen! Also, du musst Aiko jetzt ganz schnell sagen, was ich schreiben soll. Oh, entschuldige bitte, ich war gerade etwas in Gedanken versunken. Ja, da hat er in der Vergangenheit von Lilly sinniert, der gute Professor Lotto. Prinzessin Garnet, ihr seht wirklich hinreißend aus. Zeig mal her, wie sieht das aus? Oh, das ist wieder das Kleid, was er ganz am Anfang auch anhatte im Intro. Danke. Übrigens, Beatrix, da ist etwas, das ihr unbedingt wissen solltet. Worum geht es? Ich bin nicht Mutters, besser gesagt, Königin Branes leibliche Tochter. Was? Dann sofort wieder das Kleid ausziehen und gesellig zum gewöhnlichen Volk. Prinzessin Garnet. Verzeiht, aber darüber hat mich Professor Toto bereits vor kurzem aufgeklärt. Tja, wie denkst du jetzt da darüber? Aber wisset, dass meine Loyalität eurer Hoheit gegenüber davon unangetastet bleibt. Nein, im Gegenteil sogar, von nun an bin ich noch mehr euer untergebener Diener, eure Majestät. Wieso das? Weil sie jetzt nicht so eine hochnäsige Tussi ist. Oder? Naja. Jetzt erst recht, denkt sich die gute Beatrix. Beatrix, danke. Arigato gozaimasu. Hurra! Wenn sie dann diese Zeilen liest, dann kann er gar nicht anders, als sich unsterblich in Aiko zu verlieben. Vielen Dank. Oh, ich freue mich, dass ich dir behilflich sein konnte. Ach, das junge Glück, das ist doch was Schönes. Ach ja, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Aiko. Ich komme aus einem Ort namens Medain Sari. Bis bald irgendwann. Mach's gut. Und da wirbelt sie durch die Tür. Aus Medain Sari. Medain Sari, ist das denn nicht das Dorf, aus dem der Legende nach das Volk der Esper stammen soll? Aber die akademische Welt einigte sich irgendwann darauf, dass es an dieser Legende wohl nichts dran sei und... Aber was, wenn doch etwas dran sein sollte? Ja, wir wissen es ja schon besser. Vielleicht nehmen wir den Professor mal mit durch die Fossilienmine dahin. Kann er sich die ganze Sache mal anschauen, obwohl die Wandgemälde darf er ja wahrscheinlich nicht sich anschauen. So, Professor Rokoko, gleich kommen wir nochmal zu dir. Moshu, hast du vielleicht einen Brief? Nee, passt nichts für uns. Was hast du zu sagen? Aber was? Was so? Das kennen wir schon. Das können wir auch nicht mehr lesen. Schade, schade. Gibt es ja irgendwie Items für uns? Nein. Dann marschieren wir mal raus. Und glaube ich das erste Mal, dass wir Aiko steuern, oder? Haben wir Aiko schon mal gesteuert? Gehen wir hier lang. Zidane ist nicht hier, sondern treibt sich irgendwo in der Stadt rum. Ich will jetzt trotzdem hier alles entdecken. Zidane ist nicht hier, ja, okay. Wir suchen nur das Klo. Wenn uns jemand fragt, von den Wachen. Okay, wir müssen hier raus. So, jetzt muss ich aber Zidane schnell die Briefe übergeben, sonst. Aber wo steckt Zidane wohl gerade? Du hast doch gesagt, irgendwo in der Stadt. Aber wo genau, wissen wir natürlich nicht. Und da kommt Bark an. Was macht denn der hier? Und hat Aiko mal schön darunter geschubst, die Treppe. Ah, ich bin runter! Heißt das alles klar bei dir? Du Trampel! Ey, du weißt nicht, mit wem du dich da anlegst. Mit Bark ist nicht gut Kirschen essen. Tut mir leid, Kleine, aber du kamst so schnell in die Ecke geflitzt. Nur kann man ja jetzt wohl nicht so machen. Weil du hängst ja nun doch ziemlich hoch. Ja, damit ist die Sache für Bark schon mal geklärt. Ja. Macht sie jetzt keinen Kopf mehr da drum? Findest du mir auch noch komisch, du Schweine-Maulwurf, Mann. Oh nein, mein Brief ist runtergefallen. Du sagst, du kannst einfach nicht runterhelfen? Nee. Du kannst höchstens diese lange Lanze da von dem Ritter nehmen und sie dann da runter angeln. Aber auf die Idee kommt er wahrscheinlich auch nicht.
Achso, habe ich jetzt weggeklickt. Ja, übergib bitte den Brief an jemanden namens Zidane, alles klar? Oho, ein Brief für Zidane, sagst du. Aber den überbringe ich doch mit dem größten Vergnügen. Der Glück für Aiko, dass der gute Mark hier Zidane kennt. Und was wird jetzt aus mir hier? Ja, du bleibst jetzt hier ein Ausstellungsstück im Schloss. Du bist dann auch irgendwann versteinert. So, und Barki geht aus dem Schloss raus. Also man fragt sich übrigens, was Barki im Schloss gemacht hat. Wahrscheinlich wieder irgendein krummes Ding durchgezogen. Na sowas, gar kein Mund für mich in Warteschleife. Okay, dann musst du wohl ein bisschen warten. Bitte warten. In Kürze ist ein Platz für sie frei. Und da kommt die Patrouille mit Steiner und zwei seiner Elite-Soldaten. Schlosspatrouille beendet. Keine besonderen Vorkommnisse. Hallo. Da brate mir doch jemand einen Storch. Das ist der Mark, der Anführer der Räuber. Ein Storch? Hat schon mal jemand von euch gebratenen Storch gegessen? Mir war so, als hätte ich gerade meinen Namen gehört. Was denn? Du bist das. Ja, die beiden stämmigen Herren. Oh Mann, darf ich den Räuber für euch festnehmen, darf ich? Na, wieso auf einmal so motiviert, ihr Soldaten? Nein, leider stehen wir ja in seiner Schuld. Überlasst es hier mir und patrouilliert weiter. Zu viel, jawohl. Und Abmarsch. Ja, von da kommt er gerade. Ihr müsst links weitergehen, ihr Idioten. Aber hallo, ich staune. Solltest du etwa in letzter Zeit vernünftiger geworden sein? Nun kriegt das vorhin bloß nicht in den falschen Hals. Du bist ein Räuber und das hier ist beileibe kein Ort, an dem man Gesinde wie dich duldet. Aha, so läuft der Hase hier also. Einer meiner Leute rettet mal schnell das ganze Land und das ist dann der Dank dafür. Er ist gar nicht mal einer deiner Leute, Bark. Er ist aus der Tantalus ausgetreten, wenn du es vergessen hast. Aber du hast natürlich recht, Gesinde, wie wir verdienen es gar nicht, auch nur dieselbe Luft zu atmen wie der Werteritter. Tja, ein bisschen sarkastisch, der gute Bark. Natürlich stehen wir tief in der Schuld von Zidane. Hat er doch nicht nur unser Land, sondern auch die Prinzessin beschützt. Aber Räuber ist und bleibt immer Räuber. Tja, da kommt der gute Steiner nicht aus seinen Schranken raus, aus seinen geistigen Schranken. Am besten, ich kann Leute wie euch beim besten Willen nicht einfach so hier rumblöckern lassen. Naja, wir wollten ja schon gehen, Mensch. Mein Dankeschön hätte eigentlich auch schon genügt. Aber egal, ich wollte hier sowieso keine Wurzel schlagen. Übrigens, ich habe sie dann im Schloss nicht finden können. Du wüsstest nicht rein zufällig, ob der sich gerade hier irgendwo rumtreibt. Okay, er hat also sie da im Schloss gesucht, aber das ist die Frage, wie er hier reingekommen ist. Der wird ja als Räuberhauptmann bestimmt nicht hier rumspazieren dürfen. Seit damals hat er keinen Fuß mehr in das Schloss gesetzt. Wie wäre es denn, wenn sein Chef sich daran mal ein Beispiel nehmen würde? Yeah, ist ja schon gut. Und habt ihr gesehen, der Brief ist gerade rausgepurzelt. Da liegt jetzt der Pixelhaufen da auf den Stufen rum. Geh doch irgendwie Rostschutz suchen, Mann. Ja, ein bisschen Hammerit auf die Rüstung schmieren, das hilft bestimmt. Diesen ungastlichen Lord hier sage ich jetzt auf Nimmerwiedersehen. Und da kommt wie auf Zuruf die Gondel an. Ein Hauch von Venedig hier. Na, wenn da man nicht gerade mein Boot einläuft. Dein Wassertaxi läuft ein, Bark. Einmal Burgstadt ohne Rückfahrkarte, bitte. Das haben wir lange nicht gehört. So, ja, deine Soldaten sind nach rechts patrouilliert. Steiner übrigens, ne? Und dann kommt wieder Beatrix-Titelmelodie. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Rose of May heißt oder Loss of Me. Klingt irgendwie auch so ähnlich. Mir war auch klar, dass es niemand anderes als Steiner sein kann, der hier so einen Aufstand macht. Ja, Bark hat auch ganz schön Aufstand gemacht. Puh. Oh oh. Und sie wird jetzt den Brief wahrscheinlich sehen und in den falschen Hals kriegen. Obwohl ich in diesen Tagen stark sein muss, stark sein für Königin Garnet, verspüre ich da einen mir bisher unbekannten Schmerz in meiner Brust. Was ist das nur? Tja, vielleicht eine frühere Verletzung durch Zidane und seine Gruppe. Hm? Oh oh. Müll?
Das hat wohl Steine fallen gelassen. Oh oh. Na, da kommt ja schon ein Konflikt zustande. Was ist das? Was ist das? Und jetzt sehen wir, was der Professor Toto hier aufgesetzt hat. Wenn der leuchtende Mond die Sterne am Firmament anlächelt, dann warte ich auf am Bootsteg mit glühendem Herzen auf dich. Was ist das denn für ein Brief? Ist das etwa, ich meine, ist das vielleicht ein Liebesbrief an mich? Van Steiner? Tja, ist das der Schmerz in deiner Brust, dass du Liebeskummer hast? Und was Van Steiner willst, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann? Aber gut. Steiner. Und ich Muskelschmalz hat er, ja. Und ich zuhauen kann er auch. Lilly, ich hoffe, du hast es schön bequemer und weich auf deinem Thron. Verdammt. Jetzt wird mir nicht ungerecht hier, sie dann. Verdammt. Ohne Lilly, was mache ich denn jetzt bloß ohne sie? Tja, du hast sie aber ganz schön verschossen in sie. Normalerweise schaust du jeden Rockzipfel hinterher, sie dann. Ihr Lächeln, ihre Stimme, ihre wunderschöne Stimme, die in meinen Ohren wie lieblicher Gesang klingt. Jetzt fängst du auch schon wie Professor Toto an. Nur eine Strophe ihres herrlichen Gesangs und mein Herz blüht auf wie eine Lilie. Ach, wie passend. Verdammt. Schreib das am besten gleich auf. Vielleicht bringt er erstmal bei den Frauen was, dieses Gedicht. Dann lass es doch obblühe. Das kann doch nur Ruby sein. Obblühe wie eine Lilie ist sie da. Genau, zu fix. Hier in diesem Halbdunkel völlig resigniert am Tisch zu kleben, das steht dir aber gar nicht. Das sieht dir aber gar nicht ähnlich. Meine Rede und so. Du hast gar nichts gesagt. Aber hört doch auf, ihr habt doch keine Ahnung, wie es in mir drinnen gerade aussieht. Platz da. Und Bark verschafft sich mal ein bisschen Raum hier. Lange nicht mehr gesehen, was sie da. Aber warum machst du denn ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter? Ist was? Hey Chef, nimm mich bitte wieder in die Tartarusbande auf, okay? Okay, bitte hat er nicht gesagt. Dann ziehen wir wieder alles zusammen los und klauen einen Schatz nach dem anderen, wie in alten Zeiten. Ja, sie dann braucht ein bisschen Abwechslung, wie es scheint, will die ganze Geschichte vergessen. Einen Schatz nach dem anderen. Weißt du, sie dann, echte Schätze sind leider ziemlich rar in unserer Welt. Achso, wir haben schon ziemlich viel gefunden überall. Aber hat man erstmal einen wirklich besonderen Schatz gefunden, sollte man auch alles daran setzen, ihn sich zu holen. Aha, okay. Der gute Bark spricht hier metaphorisch und will den Zidane hier auf die rechte Bahn schieben. Das ist die Regel Nummer 1 hier bei Tantalus. Aber wem sage ich das? Doch wer sich nicht daran halten kann, der hat bei uns leider nichts verloren. Was ich eigentlich sagen will, da du im Moment nicht in der Lage bist, eine Taube zu fangen, nicht in der Lage bist, eine Lilie zu pflücken, hast du nicht das Zeug dazu, wieder bei Tantalus zu sein. So einfach ist das. Und auch da wird er zurückgewiesen. Ach, Zidane, das ist schon nicht einfach für dich. Du bist wohl nicht mehr so fröhlich und aufgedreht. Tja, so eine Periode kommt wohl bei jedem Mal im Leben. Chef! Du, Zidane, wollen wir nicht Lilly besuchen gehen? Spricht sie direkt an. Ja, ich krampf mich hier durch irgendwelche Metaphern und der Kleine hier nennt die Dinge einfach so beim Namen. Wie köstlich! Ja, Zidane hat es wahrscheinlich auch nicht verstanden, was Bark ihm sagen wollte. Ist eher einfach gestrickt, wie auch der gute Vivi. Und Zidane, Cinna macht nochmal einen vorwurfsvollen Abschiedsblick. Lass uns gehen, Zidane. Na los. Ja, du hast recht. Dann wollen wir mal schnell ins Schloss und Lilly alles Gute wünschen, bevor sie kündigen wird. Genau. Tja, noch ein letztes Mal Abschied nehmen. Von der guten Lilly. Und eine RT, glatt vergessen. Und was haben wir denn da vergessen? Oh, jetzt habe ich doch glatt vergessen, sie da diesen Brief zu überreichen. Oh. Hab ihn sowieso irgendwo verloren. Toll, Mark, toll gemacht. Okay, ja. Dann gehen wir mal Richtung Schloss. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen einkaufen, was die ja vorher mit Vivi nicht gemacht haben.
Lass mir lieber Sidan einkaufen, weil der gute Vivi, der gibt dann wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich über den Tisch gezogen von den Händlern hier. Ach, das ist die Schmiede hier, ne? Schmiede? Ach, die hat sogar geöffnet. Schauen wir gleich mal vorbei. Vielleicht brauchen wir da irgendwas. Wir gehen erstmal zum Waffenhändler. Diese drei Verrückten wollen die hier gar nicht mehr weg. Was soll ich da bloß machen? Erstmal mit Waffen verkaufen. So. Wir nehmen einen Mithril, glaube ich, einen Gladius zum Schmieden wieder. So, dann die Polarlanze haben wir noch nicht. Neue Waffe für Freier. So, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch. Jetzt haben wir alles. Vollmondringen könnten wir kaufen für Mahagon zum Werfen. Aber die sind schlechter als der Morgenschein, glaube ich. So, Kopftuch haben wir nicht. Nehmen wir mal zwei Stück mit. Einen Goldhelm, da haben wir, glaube ich, nur einen, möchte ich sagen. Nehmen wir noch einen zweiten mit. Und zwei Plattenpanzer. Die natürlich wieder sauteuer sind. Okay, vielen Dank. Und da ist jemand wanted. Wer ist das denn eigentlich da? Links. Steckbrief. Hm. Du bist jetzt wieder. Verdammt, lang her. Yep. Das ist unser Spiel, ja? Wiener Zeiten. Was für ein Spiel? Aber erstmal musst du 50 Kills haben. Yep. Okay, machen wir mal mit. So, das ist jetzt so eine Art Hütchenspiel. Ich bin ziemlich schlecht da drin, glaube ich. Finde raus, wer Benero ist. Ja toll, ich habe ja am Anfang gar nicht gesehen, wer Benero ist. Mit wem habe ich am Anfang gesprochen? Cenero war das, glaube ich. Ich sage einfach mal der in der Mitte. Daneben! Ja, ich sag ja. Wäre recht schlecht in dem Spiel. Man kann ja, glaube ich, ein bisschen Gewinn auch machen, aber... Naja, wir haben sowieso genug Asche. Schauen wir nochmal, ob der Schmied irgendwas hat. Aber eigentlich können wir auch die Sachen auch später holen. Der hat eine Engelsschwinge. Die sacken wir auf jeden Fall ein. So. Was haben wir noch? Katjuscha haben wir schon. Korallenring, Goldschal. Kraftgürtel. Da hat immer noch einen. Irgendwie Steine oder so an. Fußkette gibt es hier. Die nehmen wir mit. So, was haben wir alles? Federstiefel haben wir nicht. Hm. Naja. Vielleicht schmieden wir noch nachher noch was anderes weiter. Aber das war's jetzt erstmal für diese Folge, Leute. Das nächste Mal werden wir Lilly besuchen gehen. Und uns von ihr verabschieden. Sie wird dann ja wahrscheinlich ihre Regentschaft antreten. Tja, und mal sehen, was wir dann noch hier in Alexandria so erleben. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.